ganzen IDs? Ja. Also, das sind viele, ne? Das sind die Kugeln. Kugeln. Wow. Ja, werde ich wohl müssen. Aber ihr helft ja gleich dabei. Könnten wir doch besser mit Edding direkt auf die Kugel schreiben. So, wir sind hier dabei, die letzten Kugeln zu beschriften für unsere Adventsaktion. Das hier sind die Lose, die in den letzten Tagen ausgedruckt wurden. Wie ihr seht, viele Leute haben geschrieben. Die müssen wir jetzt alle ausschneiden, kleinschneiden und hier mit diesem Prittstift auf diese wunderbaren Kugeln kleben. Die wir dann gleich noch an den Baum hängen werden, damit wir dann, ja, steht nicht, das geht natürlich nicht, damit wir dann gleich schön unsere Gewinner ermitteln können, wenn wir unseren großen Weihnachtsbaum schütteln. Wir haben noch einiges vor uns. Wir brauchen noch eine Menge Kugeln dazu. Und dann können wir uns ans Aufhängen und Schütteln machen. So, vor der verschneiten alten Sackfabrik, in der wir unser Büro haben, haben wir weitere Kugeln aufgehängt und hängen noch weitere Kugeln auf, die wir gleich wieder herunterschütteln wollen. So, zahlreiche Kugeln hängen schon. Die letzten werden jetzt noch dazugehängt. Wir mussten sogar teilweise auf Herzen ausweichen, weil einfach die Kugeln in ganz Deutschland ausverkauft waren. Wir sind ganz froh, das kann der Kameramann noch mal erwähnen, dass wir hier auf eine recht großzügig angelegte Hecke ausweichen konnten, weil ein konventioneller Tannenbaum hätte das einfach nicht mehr halten können. Das ist einfach zu viel gewesen. So. So, man sieht überall kleben hier die wunderbaren Autorenkennzeichen drauf. So. So, das Content-Team hat sich versammelt zur offiziellen Baumschüttelung. Und der prämierte Baumschüttler Ralf wird gleich loslegen. Er hat schon Probe geschüttelt, an den Bäumen sind schon keine Blätter mehr dran. Die hat er alle schon Probe geschüttelt. Und jetzt macht er sich daran, dieses Meer hier, wo man beim Vorbeischwenken gar nicht sieht, wie viele Kugeln das sind. Tausende Kugeln runterzuschütteln. Auf geht's. Wochenlanges Training. Ralf, bist du vorbereitet für diese Aktion? Für den dicken Stamm hier. Ne? Wie lange hast du dafür trainiert? Ich gebe mein Bestes. 14 Tage war ich im Studio. Super. Hab Gewichte gestemmt, um diesen Baum jetzt hier bewegen zu können, damit die Kugeln auch purzeln. Gut. Zeitangabe, du hast maximal 30 Minuten Zeit, was kannst du dazu? Stopp, die Matte quillt. Alles klar. Ich schüttle. Moment. Und los. Die andere Hälfte noch. Und weiter. Das sind noch 500 Meter Hecke, die du machen musst. Und weiter. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Die Kugeln purzeln. So, das war jetzt zum Warmmachen. Da sind noch 500 weitere Meter. Oder müssen jetzt die anderen ran? Nein. Ich denke auch. Aber tausende Kugeln auf dem Boden. Es hat funktioniert. Ja, hier sieht man ja auch schon mal gleich, wer nicht gewonnen hat. Leider nicht. Denn diese Kugeln sind runtergefallen. Überall sieht man hier gefallene Kugeln, die leider alle nicht gewonnen haben. Und jetzt gucken wir mal, wo denn die Sieger sind. So geschüttelt worden, dass drei übergeblieben sind. Hier haben wir eine Kugel. Da haben wir eine Kugel. U45VIU1. Dann ist einer der glücklichen Gewinner
UJ6UQ1. Und dann hat es hier noch eine Kugel geschafft zu überstehen. Mal gucken, wo da die ID hängt. Das ist die UL8FM6. Also diese drei Kugeln haben es überstanden. Hier zahlreiche Kugeln, die es nicht geschafft haben. Nur mal den Ralf zeigen, der wirklich unter Einsatz seiner Gesundheit hier Gesundheit und der ganzen Kräfte geschüttelt hat. Genau. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Wir gratulieren einen Gewinner. Genau. Vom gesamten Content-Team. Und wünschen frohe Weihnachten. Frohe, genau.